Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Farm hier bei mir auf dem Kanal. LS22 spielen wir und ich habe zu meiner Schande festgestellt, dass wir jetzt schon einige Wochen lang hier nicht mehr unterwegs waren. Zumindest habe ich kein Video gemacht, ein bisschen unterwegs war ich definitiv. Ihr seht es rechts oben, wir sind im März, auch wenn es schon wieder so ein bisschen hier bewölkt ist und das Wetter nicht ganz so gut ist, habe ich hier einiges auf dieser Map natürlich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ihr seht es zwar auch an dem etwas, ja, ich will mal so formulieren, mageren Kontostand, dass sich da einiges getan hat. Wir laufen mal spaßeshalber hier zu unserem Haupthof von unserem Gästehaus bzw. Wohnhaus. Laufen wir mal zum Haupthof, denn es hat sich ja, wie gesagt, einiges hier ein bisschen getan über die Monate. Und naja, ist halt eben so, die Wintermonate sind jetzt gerade speziell auf dieser Map vielleicht im Moment noch nicht so spannend, während wir natürlich in unserem Alpenprojekt dann in den Wintermonaten in die Forstwirtschaft einsteigen. Nichtsdestoweniger habe ich trotzdem hier schon einiges gemacht. Wir haben unsere Produkte, unsere Erträge verkauft, haben auch gut Geld gemacht, aber das Geld ist dann auch gleich wieder abgeflossen, weil ich habe jetzt erstmal unsere Kredite zurückbezahlt, sodass wir, was die Kredite angeht, wieder auf Null sind. Und wir haben ja einiges vor in diesem Jahr. Jetzt geht auch die Erntesaison wieder los. Quatsch, nicht die Erntesaison, sondern wir müssen die Aussaat vorbereiten. Wir haben ja einige Felder noch nicht bestellt und da wollten wir definitiv auf einem Feld, wollten wir ja Kartoffeln aussehen und das können wir jetzt im März beginnen. Und deswegen laufe ich jetzt auch hier zum Händler, denn wir werden uns jetzt erstmal eine Kartoffelsee- oder Aussaatmaschine hier gönnen, beziehungsweise erstmal mieten. So. Da steht unser Traktor, der Case, der hat genügend PS, um die Aussaat für die Kartoffeln vorzubereiten. Dann schauen wir mal ganz kurz rein, was wir uns hier gönnen bzw. mieten. Denn das ist natürlich jetzt auch schon wieder so eine Sache mit der Kartoffeltechnik. Es gibt den Grimme mit 3 Metern, der hat aber nur 2665 Liter Fassungsvermögen für die Aussaat. Und hier haben wir den große Grimme Kompakter, der hat 8000 Liter und kommt auch auf 6 Meter, ist aber natürlich auch deutlich teurer. Das spiegelt sich natürlich dann auch in der Miete wieder, denn das kleine Gerät kostet irgendwas um die 2,5, das große um 6,5, aber wir werden natürlich mit 6 Metern doppelt so schnell fertig sein und wir müssen nicht so häufig logischerweise nachladen, was hier eben das Saatgut angeht. Und wir schauen nochmal ganz kurz hier auf die Karte. So, hier, das ist richtig. Hier, dieses Feld, da wollen wir die Kartoffeln drauf machen und das ist schon relativ groß, glaube ich, für Kartoffeln. Also bin ich echt im Überlegen, ob wir dann hier wirklich mit der kleinen Maschine arbeiten sollten. Auf der anderen Seite spielt jetzt Zeit eigentlich weniger eine Rolle. Das Feld muss auch noch bestellt werden. Hier bin ich im Überlegen, da werden wir wohl Soja im nächsten Monat drauf machen. Dann haben wir dieses Feld. Da werden wir jetzt dann Sonnenblumen drauf machen. Und hier auf das große Feld machen wir diesmal komplett Mais drauf. Dann haben wir eigentlich Raps, Mais, Sonnenblumen, Weizen, Soja und Kartoffeln. Und das ist alles Bestandteil unserer Schweinefarm. Das heißt, wir können unsere Schweinchen dann komplett selbst eigentlich, ja, befüttern, in Anführungszeichen. Okay, stellt sich jetzt natürlich immer noch die Frage, die große oder die kleine? Rechts oder links, das Beckenbauer 1 sich frug, wohin er das runde Leder flanken sollte. Ja, was machen wir, was machen wir? Damit sind wir schneller fertig, aber hier sparen wir natürlich deutlich Geld. Und im Zweifel einfach mal hinfahren, ist eigentlich nicht das Problem. So, Kombination, brauchen wir ein Gewicht, mindestens 900, okay. Ich würde vorschlagen, wir nehmen doch erstmal die kleine Maschine, die wird gemietet für 2346. Okay, so, weil wir brauchen auf jeden Fall noch Geld. So, Mudele. Dann steigen wir hier in den Case. Da drüben steht sie. Und damit fahren wir dann zum Feld. Und dann werde ich euch noch erzählen, was wir noch Tolles gekauft haben. Denn, ja, es musste einfach sein. Ich habe es dann wieder festgestellt, während den Arbeiten oder beziehungsweise den Abfahrten. So, jetzt überlege ich gerade. Ja, wir kaufen die Kartoffeln bei uns auf dem Feld, auf dem Hof.
Da habe ich auch ein kleines bisschen was gemacht, nicht viel. Wie gesagt, uns fehlt einfach das Geld. Mit 156 werden wir jetzt auch erstmal nicht so weit kommen. Silage ist alles verkauft, fast alle unsere Erträge sind verkauft. Hier links habe ich einen kleinen Zaun hingemacht. Der soll so ein bisschen helfen, dass der Traktor, der hier durchfährt, mit den Helfern dann vielleicht doch etwas leichter den Weg findet. Finde ich aber auch optisch ganz putzig, weil dadurch haben wir eine kleine Abgrenzung hier, was das Füttern angeht. So, und wenn wir jetzt davor fahren, dann werdet ihr gleich unsere neueste Errungenschaft zu sehen bekommen. Sudele. Aber erst tanken wir hier mal voll. Saatgut oder Kartoffeln? Was ist denn jetzt teurer? Saatgut oder Kartoffeln? Machen wir mal Saatgut rein. Sind aber vermutlich die Kartoffeln. So. Und jetzt fahren wir hier mal um die Ecke und sehen hier unseren neuen John Deere. So, warum habe ich jetzt hier einen John Deere? Einen 7R mit knapp 350 PS, weil die brauchen wir definitiv zum Beispiel zum Pflügen. Aber auch da wird sich ein bisschen was ändern, denn ich habe unseren schönen Pflug, den wir mal gebraucht gekauft haben, wieder veräußert. Wir werden zukünftig dann doch ein bisschen anders arbeiten. Aber der John Deere hat einfach folgenden Hintergrund gehabt. Ja, wie soll ich sagen, so schön ein Fendt auch ist, der hatte einfach immer Probleme beim Kurvenfahren mit dem Helfer, auch beim Abfahren. Er ist immer irgendwo an einem Felsen, an einem Baum, an einem Zaun hängen geblieben. Und ich habe jedenfalls bis jetzt festgestellt, der Johnny kommt hier wesentlich besser um die Kurven herum und ist somit also zuverlässiger als Abfahrer. Und den werden wir jetzt auch gleich einsetzen, wenn wir unsere Sonnenblumen aussäen. Ja, aber jetzt erstmal hier. Gehen wir zu unserem Feld für die Kartoffeln. Und wenn wir dann den Johnny im Einsatz haben, dann erzähle ich euch nochmal ganz kurz, was ich eigentlich gerne dieses Jahr hier machen würde, womit ich den Hof erweitern möchte, denn wir brauchen auf jeden Fall noch die ein oder andere Halle und da möchte ich mir gerne eine Durchfahrthalle natürlich organisieren bzw. anschaffen und platzieren, damit wir dann auch zum Beispiel mit dem Schneidwerk oder anderen Gerätschaften einfach durchfahren können. Und dann sollten wir auch irgendwann mal ein Hofsilo haben, denn natürlich die Fahrerei immer hinten rechts in die äußerste Ecke der Map, das ist natürlich auch mal ein bisschen anstrengend, auch wenn uns natürlich ja der Mod hier hilft mit dem XXL-Anhänger, ganz klar. Der macht das natürlich dann auch etwas leichter, aber dennoch macht es Sinn, schon allein auch wegen dem Einlagern für unsere Schweinchen von Futter, hier entsprechend ein Silo am Hof zu haben. Natürlich könnten wir auch mit einem Futtermischer arbeiten für Schweinefutter. Dann könnten wir dort auch zwischenlagern, aber ich möchte ja trotzdem ein bisschen flexibel sein. Und die Hof-BGA will ich eventuell auch noch irgendwie, ja, ich sage mal, neu platzieren. So, jetzt bin ich am Überlegen, sollen wir die lange Seite nehmen? Ja. Oder sollen wir von hier fahren? Ja, ich denke, wir fahren einfach hier entlang des Feldes. Ich hoffe jetzt mal, ich bin mir eigentlich der Meinung, dass wir das Feld schon soweit bearbeitet haben, oder? Und das Feld haben wir doch gekuppert. Ach, jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich einen kleinen Denkfehler? Wir klappen mal. Ach, auszuklappen gibt es da gar nichts. Ja, ist ja nur 3 Meter. Okay. Jetzt hoffe ich nur, dass ich da keinen Denkfehler habe. Kann der jetzt hier sehen oder müssen wir da erst nochmal grubbern? Ha, ich wusste es. Ich wusste es. Ja, da haben wir das Feld noch nicht bearbeitet. Okay, dann müssen wir hier erst nochmal ein bisschen ran. Und das heißt, der Kollege muss in Wartestellung. So, und lass mich mal ganz kurz nochmal überlegen. Wir haben ja... So, ach, da habe ich auch noch nicht reingeguckt bei dem Gebraucht. Wir sind praktisch direkt in den Monat hineingesprungen. Ja. Opa, was ist das? Das ist eine Kreiselecke, oder? Wenn ich das richtig sehe, oder? Ja. Ja, aber die braucht 250 PS, 6 Meter. Da sind wir eigentlich mit unserem... Wo haben wir ihn denn? Mit der Scheibenecke genauso gut bedient. Ja, die hat 5 Meter. 180, aber die haben wir. Das heißt, wir springen in diesen Traktor. Ja, und jetzt müssen wir erst noch mal ein bisschen Feldarbeit machen.
Ich war eigentlich der Meinung, das ist schon durch. Okay, wir können auf jeden Fall gleich unsere Sonnenblumen ansäen, weil definitiv das Feld haben wir ja gepflügt und schon vorbereitet und auch vorgedüngt. So, da ist sie, unsere Scheibenegge. Und diese Maschinchen sind natürlich alle nur eine Zwischenstufe, denn auch hier kommen wir natürlich mit 5 Metern nicht allzu weit. So, wir fahren dann hier lang. Ja, wie gesagt, das war dann auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass die Galgenberg so einen kleinen Hype für mich gemacht hat. Denn wir streamen ja jetzt jeden Dienstag und Freitag um 20.30 Uhr für circa 2 Stunden die gute Map oder die Map vom guten Yogi, so rum ist richtig. Nämlich die Galgenberg 2.0, an der er ja kräftig auch bastelt. Der Skat kürzlich hat er wieder ein Video rausgebracht, wo er ja uns schon wieder den Fortschritt der Vierfacherweiterung dieser Map gezeigt hat. Es bleibt natürlich immer noch offen, hat er auch in dem Video gesagt, ob eben ja das Ganze dann auch auf den Konsolen funktionieren wird. Denn das Problem ist ein bisschen, dass er weitere Höfe, weitere Tierhaltungen, wirklich tolle Höfe mit Kuh und ähnlichen Tieren, Kühen und ähnlichen Tieren eben untergebracht hat. Kuhstellen, Schafstallen und so weiter. Und jetzt haben wir natürlich diese Grenze von 10 Tierhöfen praktisch überschritten und das muss alles noch abgeklärt werden. Deswegen bleibt abzuwarten, ob eben die Galgenberg 2.0 oder 2.04-fach, ob die dann auch auf den Konsolen für uns zu bearbeiten ist. Das werden wir dann sehen und wie gesagt, dadurch habe ich halt die letzte Zeit natürlich viel Galgenberg gemacht. Wir haben ein bisschen natürlich unser Alpenprojekt nach vorne getrieben mit dem neuen Mini-Brunnen und deswegen ist jetzt hier ein bisschen Neubartelshagen etwas zurückgefallen. Aber wie gesagt, das waren ja auch die Wintermonate, die jetzt nicht gerade so spannend für euch sind. Jetzt geht es hier erstmal wieder richtig los im März, wenn wir in die Aussaat gehen und natürlich auch Feldbearbeitung, Gras mähen können und ähnliches. Also mit anderen Worten, jetzt haben wir wieder ein bisschen Action. Und insofern wird die Sache jetzt auch wieder interessanter und es wird wieder häufiger das Projekt Big Farm hier zu sehen sein auf meinem Kanal. So, ich denke, der Kollege kommt ganz gut zurecht hier. Denn natürlich bei einem Big Farm Projekt müssen wir viel mit Helfern arbeiten. Geht gar nicht anders. Und das heißt natürlich, wir müssen auch langsam immer mehr Maschinen und Traktoren und Schlepper anschaffen, damit wir hier auch wirklich parallel auf den Feldern arbeiten können. So, wir warten mal, bis er die nächste Wende gemacht hat. Ob das auch alles funktioniert. Ach so, stopp mal. So, mal den vielleicht kurz hier herausfahren. Na, dass er dann sich hier, dass er das bemängelt, dass der da steht. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Mich würde jetzt interessieren, die Scheibenegge ist unterwegs mit 18 km/h. Okay. Und da haben wir 12 km/h. Also das heißt, wir können im Prinzip schon parallel hier anfangen. So, dann können wir nämlich den Kollegen hier auf die Reise schicken und jetzt nimmt er es auch an und beginnt mit der Aussaat. Und diese Aussaat bzw. diese Form der Feldbearbeitung werden wir ja in Kürze auch im Expansion-Paket dann zu sehen bekommen, wenn wir nämlich dann Pastinakenkarotten oder rote Beete ab dem 14. November hier aussehen können. Dann müssen wir auch hier diese kleinen, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt, Hügelchen, Berge, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, diese Form der Feldbearbeitung werden wir dann in Kürze des Häufigen noch zu sehen bekommen. Okay, dann schauen wir mal, ob er hier auch eine ordentliche Wende macht. Ja, also das sieht doch gut aus. Die Kreislecke vorne weg und dann hier direkt die Aussaat mit den Kartoffeln. 94% für eine Bahn. Eieieiei, dann hätte ich vielleicht doch den. Naja, da werden wir wohl das häufigere noch fahren müssen, habe ich so den Eindruck. Aber wir können das Saatgut ja auch zum Feld bringen. Aber jetzt gehen wir erstmal, weil ich denke, die Kollegen kommen hier zurecht. Wobei ich würde gerne hier
Ach, der soll noch zweimal fahren, dann können wir uns in der Zwischenzeit um den Johnny hier kümmern. So, sehr schöner Anlasssound. Ach, und das wollte ich noch mal ganz kurz zeigen, denn hier auf der Fläche würde ich gerne Folgendes machen. Früher oder später müssen wir hier noch eine Halle und ich möchte hier eine Durchfahrhalle hinstellen. Jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir die denn? Ich habe da nämlich eine spezielle Idee oder Vorstellung und zwar gibt es hier eine, nee, nicht diese. Diese hier mit Solar. So, die könnten wir dann hier hinstellen und dann könnten wir hier entsprechend durchfahren. Und dann hätten wir auch noch ein bisschen Nebeneinkommen, 480 Euro im Monat. Muss natürlich auch dazu sagen, die Halle kostet 152 und alternativ gäbe es natürlich diese Halle, die kostet nur 35. Naja, okay, da müssen wir uns dann noch Gedanken machen, wie wir das machen. Die ist auch ein bisschen größer, aber hier könnten wir natürlich wunderbar mit unseren Gerätschaften reinfahren. Und eine andere Idee ist eben diese Produktion hier, diese, zack. Auch das will ich kurz zeigen. So, da müssen wir aber ziemlich weit nach hinten. Dass wir eben diese BGA, die würde ich gerne hier hinstellen. So, hier also sozusagen im Eingang des Hofes. Und dann könnten wir hier nämlich mal den Hofeingang von der Seite soweit fertig machen. Und an die Stelle hier, da soll eigentlich dann ein Hofsilo hin. So ist ungefähr die Idee. Also mit anderen Worten, wir werden hier den Hof irgendwann hoffentlich noch entsprechend fertig bekommen und diese Flächen hier auch entsprechend bearbeiten und dann auch bemalen. Aber im Moment, wie gesagt, fehlt uns da ein bisschen das Geld. Ich habe auch vor, in diesem Jahr werden wir die Erträge sofort verkaufen und erst gar nicht warten bis auf die Wintermonate, auch wenn wir natürlich dann dadurch etwas weniger Geld einnehmen, aber ich möchte dadurch eben schaffen, dass wir möglichst zügig an Geld herankommen, damit wir mal hier ein bisschen weiter bauen können hier an unserem Hof. Okay, was wir jetzt brauchen ist die Einzelkornmaschine, die Einzelkornsämaschine. Wo haben wir denn die? Ich glaube, die steht da hinten drin, oder? Ist doch auch eine Johnny. Ach, da steht sie direkt nebendran und sagt nichts. Dann werden wir schon mal beginnen hier auch mit der Sonnenblumenaussaat. Ja, steht zwar Lizard drauf, sieht aber ein bisschen stark nach Johnny aus. Okay, ist da voll? Ich weiß, ja, ich denke, wir werden damit hinkommen. Also ihr seht, es ist jetzt endlich wieder jede Menge zu tun hier auf dem Hof. Wir werden jetzt das Projekt ein bisschen vorantreiben. Und dann gehen wir hier mal auf dieses Feld und beginnen mit den Sonnenblumen. So, dann machen wir auch hier wieder ein schickes Vorgewende. Davor springen wir aber nochmal hier zu dem Kollegen. Genau das hatte ich mir nämlich gedacht. Zack. Wir werden jetzt hier einmal... Wieso ist denn da eine Stelle leer? Das ist ja wieder interessant. Dann werden wir nämlich jetzt hier einmal ein Vorgewende fahren, manuell. Ah, das ist halt hier ein bisschen eine wilde Geschichte hier. Ja, das ist wie gesagt das bisschen Interessante hier an dieser Map, dass wenn man hier mit dem Mähwerk drüber fährt, er tatsächlich hier, ja, ich sag mal die Felder, ja, der generiert dann neue Felder, also man kann hier praktisch beim Mähen tatsächlich neue Felder generieren. Das ist eine ganz komische Geschichte. Kenne ich nur von dieser Map hier. Passiert aber auch, wie gesagt, nur, wenn man mit dem Mähwerk drüber fährt. Und wenn man natürlich hier den Helfer drüber schickt und er fährt hier die entsprechenden Bahnen ab. So. Hm.
So, hier links nebendran ist auch ein Feld, wie gesagt, bereit. Da werden wir dann im nächsten Monat Soja draufbringen. Jetzt schicken wir hier nochmal den Helfer hoch, weil ich muss mich jetzt erstmal nochmal um den anderen Kollegen hier kümmern. Doch eine Bahn kann der noch machen. Dann jetzt er hier. Umstellen auf Sonnenblumen. Und ab die Post. So, das sollte so passen, oder? Ja. Ja, muss aber auch ganz schön ziehen. Den Johnny haben wir ausgestattet mit Radgewichten. Vorne ist ja auch ein Gewicht. Ja. So, dann haben wir hier einmal das Vorgewende. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also wie gesagt, die zwei Gerätchen passen sehr schön zusammen. Jetzt haben wir also den zweiten Johnny hier auf dem Hof mit dem Mäher bzw. mit dem Drescher. So. Nochmal in Position bringen. Damit er auch ordentlich hier fährt. Und dann denke ich, können wir den hier starten lassen. Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal, wie weit er hier jetzt ist. Genau, der fährt jetzt die Bahn hier noch runter. Und ihn bremsen wir mal kurz aus. 53, ja okay, doch, das ist okay. So, ja, das dachte ich mir. Stoppele, stoppele, stoppele. Das machen wir jetzt von Hand. Dann fahren wir jetzt noch einmal hier das Vorgewende hoch und dann darf der wieder querfahren. Wie gesagt, diese rechteckigen bzw. dreieckigen Felder sind generell ja nicht so einfach zu bewirtschaften, wenn es jedenfalls um die Helfer geht. Denn damit tun sich dann die Helfer dann auch ein bisschen schwer hier auf der PlayStation. Leider haben wir ja eben nicht so tolle Sachen wie Crossplay oder Autodrive. Wir müssen uns da schon auf die Helfer von Giants verlassen, wo ja auch alle darauf warten und hoffen, dass die natürlich auch ein bisschen besser werden oder so eine Funktion dann halt eben auch ins Spiel direkt integriert wird. Ich meine, die Helfer sind schon etwas besser geworden jetzt im LS22, dadurch, dass wir jetzt auch liefern können und fahren können. Das hilft schon ein bisschen, aber ist natürlich alles noch zu verbessern. Sehr schön. So, da hatte ich doch tatsächlich gedacht, das Feld wäre schon ready hier zur Aussaat. Jetzt müssen wir dann trotzdem hier nochmal ein bisschen drüber. Aber okay. Dann machen wir es halt jetzt. Dann schicken wir ihn wieder los. Dann hat er genügend Platz hier zum Wenden. Dann schicken wir ihn auch los. Dann gucken wir nochmal, was der Johnny hier macht. Hervorragend. Tja, und ich denke, jetzt sehen wir wieder, dass wieder richtig Action hier auf unserem Big Farm Projekt ist mit unseren drei Schleppern, die unterwegs sind. Wir sind in der Kartoffelaussaat für unsere Schweinchen. Und das soll es auch für die heutige Folge wieder gewesen sein. Fast 25 Minuten Big Farm wieder hier bei mir auf dem Kanal. Ich sage recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ihr wisst ja, wenn ihr keine Folge mehr in der Zukunft verpassen wollt, ja, dann lasst mir doch ein Abo da. Und schreibt mir doch einen Kommentar, wie euch das Ganze hier gefällt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal wieder hier bei uns im LS22 auf der Big Farm. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden Farmer.